Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Relaxationszeit. Ich hoffe, ihr habt heute ein wenig Ausdauer mitgebracht, denn ich habe zwei Replays für euch, die beide nicht gerade zu den kürzesten Gefechten gehören. Und diese beiden Replays werden euch unter anderem zeigen, was sich auf der Karte Fischerbucht so getan hat. Das erste Replay hier hat mir Dr. Strangelove gesendet. Der ist mit seinem E25 auf Fischerbucht, und das ist die alte Version von Fischerbucht, noch bevor diese Karte in HD umgewandelt worden ist. Hier fand das Gefecht nicht zu sehr in der Mitte statt, da haben sich meistens nur wenige Panzer getummelt. Die brauchten dafür auch einen recht guten negativen Richtwinkel. Es gab zwar auch einige Möglichkeiten, auf Panzer zu schießen, auch am Anfang des Gefechts, aber es hat sich nicht so sehr konzentriert. Es gab den klassischen Platz für schwer gepanzerte Fahrzeuge in der Stadt. Da sieht man ja auch den einen oder anderen sich jetzt aus seinem Team hier hinbewegen. Und es gab die linke Seite, auf der recht viel gekämpft worden ist, weil das Fortkommen dort nicht gerade zu den einfachsten Unterfangen gehörte. Dr. Strangelove ist hier als Top-Tier im E25 unterwegs und zu 9.16, nur um das kurz in Erinnerung zu rufen, es gab keine Tier 10 und Tier 9 Scouts, die Artillerie hatte keinen Splash, dafür mehr Durchschlag auf der HE und weniger, ja doch, mehr Durchschlag auf der HE und AP-Granaten gab es damals auch noch. Es gab kein Template-Matchmaking, das heißt, es konnte etwas wildere Matchmaking-Zusammenstellungen vorkommen. Tja, und hier sehen wir, was mit dem E25 möglich ist. Er steht hier gleich vorne, versucht die Essen, Schüsse abzugeben. Und über den E25 muss man wahrscheinlich nicht viel sagen. Der ist weit bekannt in der Community. Ich habe nur mal versucht, noch mal kurz Zahlen herauszugucken, in welche Extreme man den E25 wirklich treiben kann. Der Reload, wenn man auch das verbesserte Equipment, aus den, welches man sich über die gewerteten Gefechte kaufen kann, kriegt man den Reload runter bis auf fast 2,3 Sekunden. Man hat, wenn man es richtig anstellt mit den richtigen Ausrüstungsgegenständen, wie einem Tarnet zum Beispiel und den richtigen Besatzungsfertigkeiten, hat man im Stehen, wenn das Tarnnetz aktiv ist, einen Tarnwert von über 60%. Und wenn man steht und schießt, dann noch einen Tarnwert von über 21%. Das heißt, man kann extrem nah am Gegner dran stehen, ohne einen Busch als Deckung zu haben. Und wird von vielen Gegnern, auf die der E25 treffen kann, wahrscheinlich nicht entdeckt. Das macht den E25 natürlich auch zu so einem, etwas schwierigen Fahrzeug in World of Tanks, was immer mal wieder verkauft worden ist, obwohl World of Wargaming da ab und zu mal gesagt hat, dass sie das nicht mehr tun wollen. Aber das Geld, was der E25 bringt, ist wahrscheinlich doch zu verlockend. Man ist mit dem E25 natürlich auch schnell unterwegs, das wird uns Dr. Strangelove in diesem Video noch zeigen. Mit 65 km/h geradeaus und einem Leistungsgewicht von über 26 ist man da auch vielen Scouts gewachsen, was die Mobilität angeht. Die Kanone ist natürlich bei vielen Leuten mit sehr, sehr viel APCR versehen, wie hier unter anderem auch. Liegt daran, dass man eben gegen Tier-8-Fahrzeuge mit dieser 75 mm oft ein bisschen schlechter aussieht. Ja, wie wir schon gesagt haben, in der Mitte hat sich nicht allzu viel Gefecht bisher abgespielt. Das ist natürlich auf höheren Tierstufen etwas mehr gewesen, aber es hat sich nie so sehr konzentriert. Auf der rechten Seite ist der Gegner durch die Stadt durchgebrochen und das auch relativ zügig. Man muss beachten, es ist jetzt 4 Minuten Gefecht und das Gefecht in der Stadt ist quasi vorbei. Und ja, auf der linken Seite wurde ein wenig gekämpft von beiden Seiten. Niemand hat so richtig versucht vorzudringen, was auch relativ klischeehaft für diese Karte war. Ich muss selber sagen, ich habe Fischerbucht eigentlich immer sehr gerne gespielt,
bis auf zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob das möglicherweise auch zu diesem Zeitpunkt zu 9.16 gewesen sein kann, wahrscheinlich etwas früher, dass es auf dieser Karte regelmäßig Abstürze gab und man das Spiel neu starten musste und man möglicherweise dann schon hinüber war. Das war natürlich sehr nervig. Ja, es ging bisher nicht richtig gut aus für das Team von Dr. Strangelove. Es wird noch ein wenig gecampt dahinter. Der Gegner ist durch den Cap durchgedrückt und Dr. Strangelove war auch bisher nicht der aktivste. Wobei man natürlich auch fragen kann, wie man hier hätte weiter aktiv sein sollen. Vielleicht über die Mitte was machen. Das wäre möglicherweise was gewesen, um das Team voranzubringen. Aber Dr. Strangelove hat auch zu mir geschrieben, dass er sich selbst für den besten Spieler hält. Vielleicht nicht immer die richtige Idee hatte im richtigen Moment. Sich selber als sehr glücklich bezeichnet hat mit diesem Replay. Aber ich denke, er wird in diesem Replay auch noch einige Sachen sehr richtig machen, wie ich finde. Dazu kommen wir aber noch. Denn jetzt steht es momentan 5:12. Das ist natürlich kein Spielstand, wo man davon ausgeht, dass das noch ein gutes Ende ist. Aber seien wir zuversichtlich, sonst wäre das Spiel ja wahrscheinlich nicht hier gelandet. Ja, Dr. Strangelove befindet sich jetzt hier in einem Teil von Fischerbucht, von wo aus man eigentlich immer gut den Cap verteidigen konnte früher. Das ist auch bei der neuen Version nicht viel anders. Und ich hätte hier auch verteidigend, wenn man schon in Unterzahl war, das ein oder andere gute Gefecht. Und hab das, wie gesagt, immer ganz gerne gespielt. Er hat mit dem E25 hier natürlich gerade leichtes Spiel. Das, was hier angreift, ist größtenteils Tier 5 und Tier 6 Material gewesen an schweren Panzern. Die haben natürlich gerade wie hier die sowjetische KV-1 nicht besonders gute Sichtweiten. Da braucht man nicht mehr ein Tarnnetz angehen lassen. Die kann man wirklich so gut wie einfach massakrieren. So, jetzt ist der Strangelove hier ganz alleine. Im Norden ist der Skorpion, der aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen dahin gerusht ist. Und auch der KV-13, also seine beiden anderen Top-Tier-Kollegen, mittlerweile draufgegangen. Und lassen ihn hier gegen 5 weitere Gegner zurück. Der KV-1 im Gegnerteam ist vielleicht nicht so der größte Herausforderer. Der T-67 könnte natürlich ein Problem sein, wenn er gut gespielt wird, weil er ist auch hochmobil und mit einem guten Tarnnetz versehen. Die Grille und gerade die Su-14-1 können natürlich massiven Schaden am E25 anrichten, weil das Dach natürlich nicht besonders gut gepanzert ist. Tja, und der Top 2 kann ein Problem sein, wenn man den E25 gerade in einer falschen Situation hat, weil der Top 2 einfach eine gute DPM hat und viel zu viel HP, um den mal eben runterzuschießen. Deswegen geht der Dr. Strangelove jetzt sehr vorsichtig vor. Und das kann man auch nachvollziehen. Er hat hier viel Tarnung, viel Büsche, die er benutzen kann. Man kann natürlich argumentieren, dass wenn man das Ganze progressiv angehen wollen würde, den T-67 versuchen sollte zu fangen. Der war zuletzt gespottet, so ein bisschen unterhalb der Mitte. Den halte ich persönlich immer noch für den gefährlichsten Panzer aus dem Quintett. Aber er geht das ganz, ganz vorsichtig, ganz ruhig, ganz geduldig an. Und so in seiner klassischen TD-Ausrüstung mit Tarnnetz und Schermfernrohr ist das wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Variante. Ja, jetzt geht er wieder weiter zurück, um eventuell Sachen zu spotten, die sich ganz hinten rum anschleichen wollen. Das weitere Rennen ganz ruhig runter. Und dazu muss man natürlich auch sagen, das Gegnerteam sieht natürlich auf der Gegenseite einen E25. Berühmt, berüchtigt, schon mit 6 Kills auf der Uhr. Da wird man natürlich automatisch auch recht vorsichtig, egal mit welchem Panzer man da ankommt. Man kann den E25 recht verschieden ausrüsten. Dr. Strangelove hat ihn hier quasi in einer klassischen TD-Ausrüstung mit Tarnnetz und Scherenfernrohr
Wenn man jedoch sehr gute Besatzungen hat, kann man auch über verschiedene andere Layouts nachdenken. Zum Beispiel mit den Optiken statt einem Scherenfernrohr, um einfach immer einen Sichtvorteil zu haben. Man kann natürlich eine Lüftung verbauen oder einen Einsetzer, um den Reload noch weiter nach unten zu drücken. Man kann vielleicht sogar sagen, hey, ich lasse das Tarnnetz weg, die Kiste hat eh schon so einen brutalen Tarnwert. Da gibt es viele Möglichkeiten, je nachdem auf welche Stärke des E25 man quasi den Fokus legen möchte. Was möchte man verstärken? Da kann man sich doch einiges ausdenken. Also das ist ein Panzer, den man vielleicht nicht immer auf dieselbe Art und Weise ausrüstet, je nachdem, was man damit tatsächlich machen möchte. So, der T-67-Fahrer hat sich eben wieder sehr schnell verkrümelt, ist ja auch logisch. An seiner Stelle würde ich jetzt in einem Bogen wieder in die Mitte zurückfahren und gucken, ob vielleicht der KV-1, wenn er anrückt, den E-25 aufmacht. Auch wenn das natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Oder der Tok macht vielleicht den E-25 von hinten auf. Der hat ja jetzt auch schon sehr, sehr viel Zeit gehabt, nachdem er das letzte Mal gespottet worden ist, um den E-25 mal aufzumachen. Aber bisher kein Lebenszeichen. Dr. Strangelove geht jetzt hier in die Offensive über. Es sind nur noch drei Panzer. Den T-67 hat er eben schon mal ganz gut angeknackt. So dass der auch nicht mehr viel entgegenzusetzen hätte. Macht ihn jetzt hier schon Proxy auf. Der guckt nicht mehr in seine Richtung. Und ja, gibt nicht viel Gegenwehr. Jetzt muss er natürlich hoffen, dass die SO 14-1 ihn nicht erwischt. Weil das könnte ihn sehr, sehr viel HP kosten, was gerade so gegen so einen Gegner wie den Tok doch ganz schön schmerzhaft sein könnte. Er fährt hier oben in die typische Camping-Ecke an der Nordbasis. Hier in der Senke stehen oft die Artillerien. Tut sich jetzt gerade aber nicht. Hat natürlich auch genügend Zeit gehabt und sich möglicherweise auf der Ostseite der Karte verschoben. Hätte ich zum Beispiel so gemacht, auch wenn die SU 14-1 mit ihrer Geschwindigkeit nicht gerade dazu einlädt. Jetzt hat er natürlich verschiedene Wahlen, aber die beste Wahl ist wahrscheinlich einfach, die SU 14-1 umzubringen. Tja, da fragt man sich jetzt, ob der überhaupt noch im Spiel war. Gut, jeweils hat er ja vorher aufgegeben. So, es sind noch 3 Minuten übrig. Und die Quizfrage ist, was macht man jetzt, um das Spiel siegreich zu beenden? Capt man? Versucht man den Tok auf dieser relativ großen Karte zu finden? Ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Er denkt sich jetzt mal, ich lasse mal das Tarnnetz angehen und das Scherenfernrohr und guck mal, ob der Tok möglicherweise zurückgefahren ist, um sein Cap zu verteidigen. Jede Sekunde kann natürlich auch die Sirene angehen und der Tok capt den Kreis von Dr. Strangelove. Aber ob das zu empfehlen wäre auf der Seite des Toks, ich denke mal nein. Er fährt jetzt hier wieder über die Ostseite zurück. Ich glaube, ich hätte es höchstwahrscheinlich ein bisschen abgekürzt durch die Mitte aufgrund der Zeit, die jetzt noch da ist. Aber er spielt das hier, wie ich es schon betont hatte, sehr geduldig, auf jeden Fall, und fährt jetzt wieder zurück. Möglicherweise, weil ihm gerade die Idee gekommen ist, hey Moment, das war das Tröten, ich habe nur noch 2 Minuten, ich will das Spiel doch irgendwie gewinnen. Und da spottet er den Tok. Der Tok spottet ihn natürlich nicht zurück, der E25 hat viel zu gute Tarnwerte während der Fahrt. Die kann man auch während der Fahrt bis auf fast 30% anheben. Ist also wirklich ja, nicht nur grenzwertig übertriebenes Fahrzeug, was diese Werte angeht. Der Tok ist noch full life und wir haben noch knapp über 1 Minute. Jetzt kommt es natürlich noch an, die Schüsse auch zu penetrieren. Der Tok merkt jetzt, dass er beschossen wird, wahrscheinlich auch woher es kommt. Kann sich da nicht viel helfen. Keine Deckung ist richtig nah dran, er ist nicht richtig schnell. Und könnte jetzt natürlich versuchen, sich da so gut wie möglich in Deckung zu bewegen.
Aber, so wie es gerade auf der Karte aussah, fährt er weiter in die Richtung von Dr. Strangelove. So, es sind noch 40 Sekunden. So langsam müsste Dr. Strangelove doch drauf drücken, den Talk jetzt anzugehen. Er hat ihn auch schon weit genug runtergeschossen, um es möglicherweise zu riskieren, ihn wirklich direkt anzugreifen. Aber er macht das weiterhin mit einer Engelsgeduld. Hat sich jetzt hier wieder in den Busch zurückgezogen, sodass er überhaupt nicht gespottet werden kann. Und was ich gerade sehr interessant finde, ist, der Talk fährt weiter auf ihn zu. Dem ist es völlig egal, was da passiert. Und spendiert seine HP jetzt, um Dr. Strangelove zu einem wahnsinnig guten Spiel und einem wahnsinnigen Sieg im E25 auf Fischerbucht zu verhelfen. Er hat hier eine Kolobanov-Medaille abgeräumt, eine Pool-Medaille, eine Verteidigermedaille, natürlich das Großkaliber mit über 4.500 Schaden. Panzerass ist ja kaum der Diskussion würdig. Er hat sehr, sehr viel XP eingefahren, weil er gerade ein spezielles Event war. Und mit 1760 Basis-XP hat er natürlich auch wirklich die Latte sehr, sehr hoch gelegt für Panzerass in diesem Panzer. Der Rest von seinem Team hat nicht so richtig viel gemacht, aber um so ein Gefecht zu bekommen, braucht man natürlich ein Team, was nicht besonders viel reißt. Ja, das Ergebnis hier auf dem dritten Ergebnisbildschirm zeigt uns natürlich, dass er trotz Premium-Panzerfahren nicht besonders viel Credits mitgenommen hat. Liegt natürlich an der APCR-Munition, die er da zum Schluss etwas massiver rausgeschossen hat. Aber ich denke, wenn man so ein Spiel als Ernte rausbekommt, ist man da nicht besonders knausrig. So, springen wir von dem November 2016 und der alten Fischerbucht in die Neuzeit. Und zwar in den ELC Even 90, der nächste sehr heimliche Panzer, den ich hier in diesem Replay drin habe. Und der Khan, hier auch aus der Amazon Community bekannt, zeigt euch gleich, was man mit dem ELC Even 90 das so treiben kann. Der Panzer sticht auch durch seinen wahnsinnig guten Tarnwert heraus, durch seine unheimlich kleine Silhouette, wie man hier sieht. Es ist wirklich ein absoluter Winzling auf dem Schlachtfeld. Der ELC Even 90 hat noch eine andere Besonderheit. Er ist wirklich, wirklich nicht derjenige, der sich in einem Spiel sehr gut durchkämpfen kann, es sei denn, es dauert sehr lange, denn seine DPM ist ungefähr bei 1200. Das ist für einen T8-Panzer unglaublich niedrig. Aber man soll mit diesen Scouts ja nicht immer irgendwie denken, man könnte alles irgendwie an Schaden abhalten, sondern ein wirklich gutes Gefecht mit einem Scout beinhaltet doch sehr, sehr viele Sachen. Er ist hier gleich mal in die Mitte gefahren, auf der neuen Fischerbucht oder in der neuen Fischerbucht. Seitdem diese Karte HD ist, ist die Mitte wirklich sehr, sehr stark fokussiert worden von den Spielern. Man kann hier jetzt viel, viel einfacher wirken, weil man nicht mehr so viel Gun Depression braucht. Man hat einige Büsche, die einem das Leben relativ einfach gestalten, um sie zu verstecken. Ebenso ein paar Häuserruinen, die da stehen. Und ja, das ist auf jeden Fall, seitdem die Karte seit 1.0 so im Gefecht zu erwischen ist, ist es sehr, sehr, sehr stark die Mitte frequentiert worden. Jetzt in den letzten 2-3 Wochen ist diese Mitte nicht mehr so ganz so überlaufen. Ganz einfach, weil die Leute gesehen haben, da fährt so viel hin, ich kann ja bald auf gar nichts anderes mehr wirken. Der Weg in die Stadt ist von beiden Spawnpunkten aus etwas schwieriger geworden, gerade weil man hier oben auf beiden Seiten so fantastische Spotting-Positionen hat. Da sieht man ja, da hinten fährt relativ weit entfernt ein T3400 lang. Der hat an dem Weg in die Stadt nicht besonders viel Spaß. Also muss man mit einem unglaublichen Bogen in die Stadt fahren, fast am Kartenrand entlang. Und wenn man wirklich in der Stadt mit einem schweren Panzer kämpfen möchte und dieser auch noch recht langsam ist, dauert das natürlich extrem lang, bis man da ist. Und die Positionen in der Stadt, wo jetzt Khans Team durchstößt, sind teilweise eben aus der Mitte relativ einfach einschießbar, wenn man denn gespottet ist, sodass es auch nicht immer ganz einfach ist, davor zu rücken. Auf der linken Seite hat Wargaming auch einiges verändert. Da sollte ja, wurde ja, wie eben schon gesehen, relativ viel gekämpft und wenig vorgestoßen. Da sind ein paar Positionen, die den Vorstoß leichter machen,
Allerdings haben das auch noch nicht so ganz viele Spieler verinnerlicht. Meist so 1, 2, 3 von einer Seite. Wenn die das auch wirklich aktiv durchziehen, habe ich jetzt in den Gefechten gesehen, bringt das durchaus was. Also traut euch nur mal vorzufahren. Ermutigt damit auch eure Mitglieder aus eurem Team mitzukommen. Und wenn man so eine Flanke erstmal überrollt hat und dem Gegner im Rücken steht, dann hat man auch sehr viel dafür getan, wirklich auch das Gefecht positiv zu beeinflussen. Der Kahn hält sich hier weiterhin in der Mitte auf, hat bisher in den letzten 3 Minuten schon 2800 Spotting-Schaden gesammelt und ein paar Schüsse konnte er den teilweise tierhöheren Panzern auch schon reindrücken. Nur muss er natürlich immer, wie ihr gerade seht, extrem lange Wartezeiten für die 3 Kugeln, die hier im Magazin hat, dann hinnehmen. Aber die Wartezeit kann man ja nutzen. Immer wieder die Gegner spotten, immer wieder dazu verlocken, dass sie vielleicht auch nicht schießen, während er sich hier sehr schnell zurückzieht in seine Deckung. Der Panzer hat natürlich den Vorteil, dass er so extrem klein ist. Er kann sich sehr gut hinter allen möglichen verstecken, er kann sehr gut alle möglichen Büsche nutzen und ist natürlich extrem schwer treffbar. Aber wie man sieht, die Kanone tut auch ihre Arbeit. Wahrscheinlich hat der Kahn auch nicht die schlechteste aller französischen Scout-Besatzungen in diesem Panzer. Man sieht ja an dem Sichtkreis auf der Karte, er ist auf jeden Fall an den 445 Metern dran oder wahrscheinlich sogar drüber theoretisch. Und fängt hier jetzt an vorzurücken, um noch mehr Spotting-Punkte abzugreifen. Weil, was macht man, wenn man gerade nachlädt in diesem Panzer? Man nutzt den guten Tarnwert und die ganz gute Endgeschwindigkeit von 70 km/h, um sich in neue Positionen zu bewegen und dem Team den Gefallen zu tun, den Gegner hier aufzuzeigen. Was ein sehr ein kleiner Nachteil dieses Panzers ist, bis also außer dieser furchtbar niedrigen DPM, der Panzer hat nicht den höchsten aller Leistungsgewichtswerte. Mit gerade mal was bei 23 PS pro Tonne. Man ist also nicht so furchtbar schnell in der Beschleunigung. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, Benzin, das Verbesserte, mitzunehmen oder vielleicht auch mit Rationen zu fahren, wie es hier der Kahn tut, um irgendwie so an diesen Werten der Mobilität noch ein bisschen was zu schrauben. Ebenso sollte man ein Ding mit diesem Panzer auf jeden Fall unterlassen, und zwar andere Panzer zu rammen. Es sei denn, es ist vielleicht auch ein EL-790. Bei einem maximalen Gewicht von 8 Tonnen kommt das wirklich nicht gut. Und viel Panzerung hat dieses kleine Gefährt natürlich auch nicht. Dementsprechend ist das sehr, sehr riskant, anderen Panzern physikalisch zu nahe zu kommen. Das Gefecht ist eigentlich so gut wie entschieden. Auch vor allen Dingen durch das, was der Kahn hier auf Fischerbuch gemacht hat. Er hat schon über 6000 Spotting eingesammelt in gerade mal 6 Minuten und auch über 2000 Schaden weggeschossen. Sammelt jetzt noch so ein bisschen ein, was sich ihm so darbietet. Hier zum Beispiel gerade einen Kill auf den T34. Und ja, hilft gerade noch beim Aufräumen des Gegnerteams. So, jetzt ist er bei über 6600 Spotting. Hat momentan sein Magazin immer noch nicht aufgefüllt. Nimmt also im Zweifel den Spotting auch für den GW Panther hier noch mit. Es sei denn, er kann ihn natürlich noch selber mitnehmen, indem er ihm einfach mal das Munitionslager zerstört. Sehr, sehr schön. Also wie ihr gesehen habt, die neue Fischerbruchkarte zentriert sich ein bisschen mehr auf die Mitte, auch wenn das in den letzten Wochen ein bisschen abgenommen hat. Und es kommt darauf an, dass man eventuell auf Seite rechts viel, viel langsamer spielt, wenn man denn Opposition hat. Und links sich einfach mal traut zu pushen. Der Kahn hat natürlich eine schöne Medaille mitgenommen für Scouten. Ein Panzerass oben drauf. Und da das ja ein Premium-Panzer ist und er über 8000, nein, fast über, ja doch, über 9000 kombinierten Schaden rausgetragen hat, geht er natürlich auch mit einem echt guten Ergebnis heraus, was Credits und XP angeht. Er steht natürlich mit einem wirklich guten Abstand vorne in seinem Team. Konnte allen möglichen Leuten aus seinem Team zeigen, wo der Haken hängt mit dem ELC.
Und auch credit-technisch lief dieses Spiel eigentlich ganz gut für ihn. 90.000 mit einem Premium-Panzer ist doch eigentlich das, was man sich vorstellt. So, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Unterhaltung mit diesen beiden Replays und wir sehen uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal mit weiteren Highlights aus der Emsing Community. Bis dahin.